wenn nämlich dann alle Personen hier auf dem Albertpark aufgrund begangener Rechtsverstöße letzter Woche Montag wird die Polizei verstärkt die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrollieren und Verstöße ahnden. Außerhalb der Kontaktbeschränkungen, die erlaubt sind, tragen Sie den Nasenschutz und halten Sie den Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Weiterhin ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit im Innenstadtbereich untersagt. Da für heute keine Versammlung angemeldet wurde, ist ein Aufzug mit entsprechenden Kundgebungsmitteln und Sprechgesänge und Sprechchören nicht erlaubt. Ende dieser Durchsage 17.56 Uhr. Anzeige entgegennehmen. Ende dieser Durchsage 18.01 Uhr. Dass ich den Mund-Nasen-Schutz und den Mindestabstand von 1,50 Meter trage, sobald ich außerhalb der erlaubten Kontaktbeschränkungen sich befinden. Weiterhin wird Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit im Innenstadtbereich untersagt. Ende dieser Durchsage 18.02 Uhr. So, und das ist ein Krankenwagen der Polizei, ne? Da war letztens schon hier in Freiberg. Ein Krankenwagen der Polizei. Seltsam. So, die Masse an Menschen hier vom Spaziergang im Albertpark sind die Chemnitzer Straßenhaus gelaufen. So, und tschüss für heute.